Aber jetzt kommen wir mal zu euch beiden Hübschen hier, zu Tore. 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 Ja, soll ich einfach sowas erzählen oder? Wie geht's? Gut, dir auch? Ja, fein. Gut, dann haben wir das geklärt. Ja, danke. Und den Tore geht's gut und wir gucken uns jetzt gute, schöne Ausschnitte an aus Tores Schauspielerleben bei Verbotene Liebe. Bitteschön. Sag mal, hast du den gesehen? Oh, klarer Blick, feuchte Nase, glänzendes Fell. Du hast recht, ein Prachtexemplar. Wo warst du die ganze Zeit? Sonst hast du nichts zu tun, ziemlich langweiliges Leben. Sehe ich nicht so, dazu habe ich ja einen Bruder. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Verbrochen, das richtige Stichwort. Im Knast war das Essen bestimmt nicht so gut, ja? Willst du mich verarschen? Was denkst du denn? Hast du noch mehr so blöde Sprüche drauf? Komm, bleib locker. Ich geb dir gleich locker. Verpiss dich. Das ist doch nicht so gemein. Mein Spitz, ihr habt was. Die Tore, du spielst Chris Mann. Genau. Kannst du uns den mal ein bisschen beschreiben, wie der so drauf ist, für die vielleicht, die das noch nicht so kennen? Ja, also der Christian ist eher eigentlich so das Gegenteil von der Olivia. Der ist eigentlich so wirklich der nette Sohn, der nicht fremd geht, der immer versucht, alles richtig zu machen, bei dem schon viel im Leben falsch gelaufen ist, der sehr viele Schicksalsschläge hinter sich hat und dadurch, keine Ahnung, so ein kleiner Moralapostel, wo vielleicht dann doch... Ja, ist, weiß nicht, aber vielleicht so ein passiert... Spacko eigentlich. Ein Spacko? So ein Mini-Spacko. Netter Mini-Spacko. Netter Mini, ja, wenn du das so nennen willst, ja, okay. Netter Mini-Spacko. Ja, nein. Ach, ich weiß nicht, er ist eigentlich ein netter Typ, nur ja. Ich glaube, dadurch, dass halt so viel passiert ist, wird mit ihm auch noch was passieren, was ich natürlich nicht sagen darf. Was denn, wie Serientod oder was? Nee. Das wäre jetzt ja nicht so oberverrückt, ne? Also, das wäre aber doof, weil du bist ja noch gar nicht so lange dabei. Also du ja auch noch nicht. Ihr seid ja beide gerade mal so ein knappes Jahr mit dabei. Aber wenn man deinen Namen zum Beispiel im Internet eingibt, ne? Und dann mal so in den Foren nachschaut, was die Fans über dich schreiben, da stehen dann nur so Sachen wie zum Beispiel, ja, der geilste Typ überhaupt und ich liebe dich und heirate mich und all sowas. Echt? Ich heirate mich, steht da? Wo? Nein, also das schreiben die Fans über, also zu dir, ne? Die sind alle sehr scharf auf dich. Wie gehst du denn so damit um, dass jetzt so viele Mädels da hinter dir her sind? Ach so. Schlimm ist ja auch nicht, aber... Ach, komm schon. Ja, was soll ich dazu? Das ist doof. Ach, komm, das findest du doch gut. Natürlich, wer findet das denn nicht gut? Natürlich ist das gut, aber es ist auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe, seit ich da mitspiele, eigentlich weniger Mädchen kennengelernt. Also jetzt ganz ehrlich, privat, weil ich weiß nicht, ob ich damit jetzt anders umgehe oder... weiß nicht, aber... Läuft jetzt nicht so, wie man vielleicht dann, also wenn das sowas da steht, muss ich mir die Seiten nochmal unbedingt abschreiben. Ja, das geben wir dir gleich. Aber kennst du das so? Also war das so auch in Schulzeiten und so, dass du immer so, ja, also so, du bist schon so ein Sunnyboy und so einer von den begehrten jungen Schauspielern, die dort mitspielen und so, das ist nun mal so, ne? Und war das in der Schulzeit und so auch so, dass da viele Mädels da Schlange standen bei dir? Nein. Nee? Wie verlegen ja, ach, nein. Also ich hatte auch mal... ein, zwei Freundinnen auch und ganz normal, ja, was soll ich denn sagen, ganz normal ja. Und ich warte natürlich auf die große Liebe und das wollte ich auch gerade fragen, du wartest, also du bist jetzt noch nicht in festen Händen, du bist sozusagen... Ich bin Single. Single? Genau. Und schon lange? Schon etwas länger. Seit ich bei VL bin, habe ich so wenig Zeit und deshalb bin ich auch in der Zeit jetzt eigentlich so Single. Davor hatte ich lange eine Freundin. Mhm. Und aber Single-Leben ist auch mal ganz gut, so muss auch mal sein, ne? Genau. Ja. Du hast das ja ganz beendet. Also, ja, bei mir ist der Schluss mit lustig. Tut mir leid. Ich bin jetzt unter der Haube. Und was hast du denn davor gemacht, also bevor du bei VL angefangen hast? VL sage ich auch schon, verboten in Niederrhein natürlich, ach so, ja, ne? Entschuldigung, ja. Hast du da auch Schauspielunterricht genommen oder bist genau. du einfach... Ich war ein halbes Jahr auf einer privaten Schauspielschule und bin dann hier nach Berlin zu einer Agentur gekommen, zu Sascha Wünsch und danach dann direkt...
zu Verboten Liebe. Das ging eigentlich ruckzuck. Ne, Abitur, Bundeswehr, Schauspielschule, privat. Und dann, dann saß ich auf einmal in Köln bei Verbotene Liebe. Irre. Ja, völlig verrückt. Am Anfang konnte ich das echt gar nicht so glauben. Aber ja, jetzt bin ich schon fast ein Jahr dabei. Haben deine Kollegen von der Bundeswehr irgendwas dazu gesagt? So, vielleicht, ja, die gucken das ja nicht so oft wahrscheinlich. Zufall, auf so einem Internetforum habe ich einen Kumpel von mir, so ein Foto, er gesagt, von mir gefunden, wo ich halt in der vollen Montur da stehe. Und habe den angeschrieben und jetzt so langsam, klar, aus allen Bereichen sind auf irgendwie, trifft man auf einmal Leute wieder, die einen jetzt irgendwo gesehen haben und spreche mich halt drauf an, klar. Sehr schön, wir werden gleich noch weiter quaken, liebe Leute, mit Christina und Tore aus der Verbotenen Liebe, heute bei Viva Live zu Gast. Und dann haben wir noch ein schönes Spiel für euch vorbereitet, nämlich ein Synchronisationsspiel oder ein Synchronisationsspiel wird das auch genannt. Da werden wir Filmausschnitte sehen, dann wird der Ton weggeblendet und wir werden darüber quatschen, was auch immer wir wollen. Das macht immer sehr viel Spaß und das spielen wir nachher. Und außerdem gibt es natürlich noch viel von den Popstars zu sehen oder besser gesagt zuhören. Also unbedingt dranbleiben, bis gleich. Müssen immer große Dinge bewältigen und heute hier bei Viva Live ist das ja auch kein Zuckerschlecken für euch, meine Lieben. Ihr müsst hier richtig hart ackern. Ja, super hart. Wir spielen ein Synchronisationsspiel. Ja, ja. Ja, dann. Wisst ihr, wie das geht? Das geht nämlich so, also wir gucken uns einen Filmausschnitt an, einen Originalfilm, also in unserem Fall jetzt aus Fluch der Karibik, Nummer 3, ne, war ja gerade im Kino, ist jetzt vorbei, könnt ihr jetzt bestimmt noch auf DVD irgendwie ausleihen. Und da gucken wir uns einen Teil an, da spielen drei Piraten mit und die sind dann irgendwann weg. Also das ist, die sind nicht weg, dann sind wir wieder da. Und also das ist dann ungefähr so, dass dann der Ton einfach nur weg ist. Dann ist der Ton weg und wir synchronisieren die, was auch immer wir wollen. Du musst auch mit. Ja, ich mach auch mit, ich bin auch ein Pirat. Super. Also es sind zwei männliche Piraten dabei und ein weiblicher. Also einer von uns muss jetzt ein Mann werden. Ja, oder Tore wird eine Frau. Das passt ja, du bist eine Frau, aber trotzdem muss einer von uns ein Mann werden, ach so, oder? Ja. So, ja, stimmt. Ja, ich habe genau das Gleiche gerade. Ja, aber ich, okay. Und, ihr, und du kannst auch eine Frau werden, wenn du willst. Ja, wenn ich die Frau, fertig. Ja, ach, okay. Wie schön. Wir gucken uns aber erstmal den Filmausschnitt an aus Fluch der Karibik Nummer 3 und danach wird hier synchronisiert. Bis gleich. Niemand hat diese furchtbare Kälte erwähnt. Es wird sich bestimmt für uns lohnen, dass wir so leiden. Warum bringt dieses Weibsbild Jack nicht auf dem gleichen Weg zurück, wie sie es mit Barbossa getan hat? Weil Barbossa einfach nur tot war. Und Jack Sparrow wurde mit Leib und Seele an einen Ort gebracht, an dem nicht der Tod, sondern Bestrafung warten. Der schlimmste Fluch, der nach dem Leben auf einen Menschen wartet. Denn er wird ewig. Na, wenn das nicht lohnend klingt. So sieht das Original aus. Das Original hat natürlich Ton, hat Sinn und Verstand, richtige Schauspieler. So, und jetzt machen wir dann drei was mal. Auch zwei richtige Schauspieler. Aber ich bin auch mit dabei. Und wer spielt den Affen? Der Affe, ja. Möchte vielleicht hier jemand irgendwie... Wie macht ein Affe? Oh, nein, das machst du uns. Aber da war ja eine Dame. und zwei hässliche Piraten. Wollen wir die beiden hässlichen Piraten spielen? Ja, wir sind die Piraten. Genau. Willst du mit Haare, ohne Haare sein? Ja, mit. Du bist mit Haare. Dann bin ich der mit der Glatze, der Pirat, und du bist die Frau, Tore. Die, ja gut, aber da, wir, also müssen... Und wir diskutieren miteinander über, was weiß ich, CO2-Ausstoß oder so. Das finde ich super, super Thema. Ja, das genau, das machen wir. Und Action, bitte. Sag mal, irgendwie, hast du mal eine Mark? Hast du eine Mark? Ja, schlechte Zeit, weißt du, ich kann mir gerade kein Geld geben. Schon so lange. Ich will mir einen Hamburger holen, einen dicken, fetten Hamburger. Boah, Alter, ich hab so einen Hunger. Alter, ich hab dir gesagt, ich hab... Stopp, pass mal auf, hier Hamburger gibt's erstmal gar nicht auf dem Schiff. Bei uns gibt's hier einfach nur Fettbrot und so. Und deshalb wollte ich einfach ihm sagen, Leute, ess mir Brot. Weil das ist auch besser und so, ne? Kann man einfach nicht anders sagen. Aber ich geh da nochmal wieder weg, ne? Achso, das war's schon. Jawohl, das war's. Es gibt keine Hamburger. Es gibt keine Hamburger. Ja, genau. Was hast du gesagt nochmal? Du hast nur gestimmt. Ich hab keine Kohle. Achso, du hast keine Kohle gesagt.